können wir die hinten nämlich wunderbar an den anderen beiden Türen abfertigen. Und ich mache hier mal, Alsterschuss hier rein, ne? Alsterlauf, genau. Mann, die sitzt auch noch da vorne. Aber ist echt, also, alternativ stark gefüllt, sagen wir es mal so. Plöpp. Leise wie ein Vögelein surrte die Tür zu. Und laut wie ein Specht klopfte der Blinker meinen Gehörgang auf. Aber ich habe ihn mal ein bisschen leiser gemacht. Ich habe dich alle beschwert. Ich habe ihn mal leiser gemacht. Weißt du, als ob das jetzt das Gesprächsthema unter der letzten C2-Folge gewesen wäre. Hey, der Blinker ist zu laut. Ich hab abgefaltet, weil Mami. Nee. Sonst ist der Bus immer zu leise, gell? Hm. Also ich bin einer der Menschen, der das Blinker eigentlich gar nicht so nervig findet. Also ich finde dieses Iveco Renault Piepen, was ja manche Busse haben, das finde ich fast noch schlimmer. Also gerade eher so Busse vom osteuropäischen Markt oder so, in so ein Iris-Bus oder so. Guten Morgen. Jetzt ja Iveco, bla bla. Das finde ich ehrlich gesagt um einiges schlimmer vom Gepiepe her. Also wenn das wirklich einfach so ein Fiep, Fiep, Fiep ist und kein Merp, Merp, Merp. Einzeln für den Gesamtbereich. Gesamtbereich 75, machen wir mal 30 und 4. Eine angenehme Fahrt wünsche ich. Einen Schenk mit dabei, also hört nicht mehr nochmal heute die nächste Runde rückwärts. Aber nur wenn Sie im Vierer einsteigen, ansonsten gibt es die normale Fahrtrichtung. Zum Preis einer normalen Fahrtrichtung. Alternative Fahrtrichtungen wie entgegen der Fahrtrichtung oder auch alternative einen Sitzplatz. Entgegengesetzt der normalen Sitzplatzrichtung in der Ausrichtung mit der Außenwand des Busses erhalten Sie leider nur in anderen Modellen. Die sind leider hier nicht verfügbar. Wenn Sie einen derartigen Sitzplatz gebucht haben, wünschen wir Ihnen entweder weiterhin einen angenehmen Aufenthalt oder wir bitten Sie, auf eines der nächsten Fahrzeuge umzusteigen. Ist hier wieder niemand? Leute, es ist Hamburg. Es ist früh. Ist mir egal. Seid doch so lieb. Ja, ich habe ein halbes Jahr vorher geblinkt. Leute. Also irgendwann muss man auch mal erkennen, dass man in Demos nie mehr vorbeikommen wird. Dann lässt man ihn rein. Und ich meine, das ist jetzt einzuschätzen, dass da jetzt entweder war das noch 10 cm Platz oder es war halt schon drüber. Und das einzuschätzen ist halt, war halt potenziell schwierig. Und für diesen Autofahrer anscheinend gänzlich unmöglich, sodass dieser sich nun entschieden hat, einmal das Heck des Euro 6 C2 ein wenig näher unter die Lupe zu nehmen. Um dann wahrscheinlich eine Innovation auf YouTube zu posten, dass da ein Busfahrer war, der voll das Arschloch war, aber dabei war er die Schlampe und ich der normale Mensch, ja. Weißt du, er ist die Schlampe, ich bin normaler Mensch. Aber er so, nee, der Busfahrer ist die Schlampe, ich bin normaler Mensch. Hier ist das schon so ausgelutscht. Ja, ich weiß. Von dem her lassen wir es auch mal besser bleiben. So, haben wir noch ein bisschen Geld, ne? Steigt doch mal ein hier. Guten Tag. Niemand mehr? Na gut, dann machen wir hier mal ein bisschen weiter hier. Die Stegbrücke. Boah, jetzt so ein lecker saftiges Steg. Hat ja mal lang gebraucht. Achso, stimmt, da war ja was. Sie hatten vor, den Bus zu leeren. Und sie haben es durchgezogen. Naja, was willst du machen? Was haben wir denn jetzt hier? Hab mal eine Minute, können wir, würde ich sagen. Davor bleiben wir da nochmal stehen. Gucken wir mal ganz auffällig in den Spiegel, ob jetzt nicht doch noch was kommt. Kommt da denn was? Nö. Kann ich jetzt fahren? Jo. Ist da was? Wir können auch die Polizei beauftragen, uns einen Geleitschutz zu geben, um hier aus der Haltestelle rauszukommen. Ich glaube, das sollte ich so machen. Ist, glaube ich, eine potenziell sehr gute Idee. Wenn nicht, ja, dann nicht. Aber wir können auch ein bisschen gemütlicher fahren. Ein bisschen weniger hier mit... Ein bisschen weniger Beschleunigung. Ein bisschen weniger hohen Drehzahlen. Also das Voltgetriebe auch. Oh ja, dann fahren wir mal mit niedriger Drehzahl. Muss ja nicht immer hier die volle Dröhnung sein. Da hätten für die Fahrgäste. Müssen sich nicht immer gleich fühlen wie ein Staubsauger auf 2200 Watt. Ja, ganz bestimmt so ist es, gell. Das ist...
eindeutig die Assoziation, die es bestimmt jeder von euch gehabt hat. So ein Staubsauger auf 2200 Watt. Genau das ist ein C2. Nein, ist es nicht. Der hat vielleicht ein bisschen mehr Leistung als 2 kW. Ein bisschen. Habe ich mal gehört. Ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt mal so die Diskussion mit PS und Kilowattstunden oder Kilowatt wieder ein bisschen aufzugreifen. Der Vorteil irgendwie, wenn du so hörst, Motor so und so viel PS, okay, da kann irgendwie so da, gibt der größte Teil der Leute was mit anfangen, weil die wissen auch, wenn du fragst, ja, wenn ein Auto, wie ist das motorisiert, dann weißt du die PS-Zahl, ne? Und die Kilowattzahl, das wissen dann wirklich irgendwie, ja, das hat noch gepasst. Das wissen dann, glaube ich, wirklich nur die wirklichen Autocracks, die das dann, ja, ne, die das halt dann wissen. Also ist im Prinzip aus dem Gesichtspunkt her die PS-Einheit sinnvoller, ne? Weil die ist ja unter den Menschen vergleichbar. Weil die bei den Menschen ein bisschen präsenter ist. Allerdings muss ich sagen, so vom vergleichbaren Standpunkt her und so vom physikalischen her, finde ich eigentlich Kilowatt die etwas sinnvollere Maßeinheit an der Stelle, weil du kannst es halt sofort schön vergleichen mit, ich bleib ein bisschen langsamer, ich weiß. Du kannst es halt besser vergleichen, weil eben, ja, ne, weil das eine physikalische, klassische, normale Einheit für sowas ist, für die Leistung. Und das lässt sich dann eben auch mit, keine Ahnung, Elektromotoren oder sowas ganz gut vergleichen, klar. Es ist eine ganz einfache Einheit, die Umrechnung. Es ist ja nichts Großartiges, was man so anstellen müsste zwischen Kilowatt und PS oder sowas. Aber so ist es. ja, macht's halt, finde ich, ein bisschen einfach. Deswegen ist es schwierig. Also macht Sinn, dass jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren so versucht wird von der Industrie her, dass man jetzt da irgendwie die Kilowatt ein bisschen in den Vordergrund drängt. Aber ich weiß nicht, unter den Menschen ist irgendwie immer noch so, ah, die Menschen rechnen noch mit Pferdestärke, ne? Auch wenn ich mal gesehen habe, mit einem bestimmt sehr repräsentativen Experiment, dass ein Pferd um die 4, PS leisten kann und ein Mensch auch, also wenn er halt dementsprechend trainiert ist auch, ach, da vorne ist hier das die Leitlinie, ich muss eine Leitlinie halten, dass ein gut trainierter Mensch auch weit über einem PS leisten kann. Von dem her ist das immer mit dem Pferd ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Er ist ja historisch gewachsen. Wie ein Pferd, das ist bestimmt auch historisch gewachsen. Oder es wurde zu Lasagne verarbeitet. Das wäre die Alternativerklärung. Stimmt, die haben einfach die Pferde. Oh, jetzt weiß ich, wie der Pferdefleischskandal zustande gekommen ist. Bestellst ein Auto mit 80 Pferden oder so. Bekommst dann halt eben nur ein Viertel davon, weil ein Pferd kann da 4 oder so. Dann sparst du dir da ein paar Pferde und alle überschüssigen Pferde, die der Kunde zwar bestellt hat, aber die er nicht bekommen hat, die werden dann zu Lasagne verarbeitet. Ganz bestimmt. Nee, Quatsch, aber das ist ja teilweise wirklich so, dass davor war ja alles, was so mit Pferdefleisch zu tun hat, war ja eigentlich so delikatessmäßig recht hoch im Rennen. So, was so ein Klassiker ist, ist ja neben irgendwie Hirschsalami oder so, gab es ja auch immer, gab es ja auch immer Pferdesalami und sowas. Das war halt eine Delikatesse, weil es ja teurer war als der Rest. Nur, ich kann auch durchaus die Aufregung, also ich konnte sie auch zum Teil nachvollziehen, weil das ist halt einfach, das ist was anderes, als du erwartet hast, ne? Wenn ich mir irgendwie einen Burger hole oder so mit 100% saftigem Rindfleisch, dann erwarte ich das auch irgendwie, ne? Dann ist es ja ein bisschen, dann ist es weniger die Tatsache, dass es ein anderes Fleisch ist, mehr einfach diese Beschiss-Tatsache. Und dieses nicht ehrlich sein, dieses Zeug drunter Mogel, und das ist, glaube ich, eher das Problem. So, die Pfanne ist ja genau. Wie fahren Sie denn? Ja, ich kann leider nicht weiterfahren. Ich würde gerne bis zu der Linie fahren, nur die fahren weit über die Linie, diese Penner. Ich komme da nämlich sonst nicht rum, ne? Mich wieder hätten reingedüst. Ach, schön. Ach, macht das Spaß. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Und wir werden heute Alsterdorf nicht mehr sehen. Wobei wir Glück haben schon. Bin ich ja mal ganz gespannt. Also es geht ja darum, das ist auch schon wieder rot. Was aber heißt, dass wir, glaube ich, unsere Zeit ein bisschen, genau, unsere Zeit ein bisschen verwursten können. Verwursten, ja, schon das gerade von, ja genau, weil ich es gerade von Pferden hatte.
Haha, ist das witzig. Was haben wir gelacht? Haha, wie das Hamburger Kennzeichen. Heißt, es muss eine ganz witzige Folge werden heute. Wie ihr merkt, bin ich genau in der lustigen Stimmung. Total. Spaß, Freude, gute Laune und Unterhaltung. Also ist es heute. Ne, die Polizei biegt auch noch ab. Ist okay, fahren einfach alle vor mir. Nee, ist echt in Ordnung. Könnt ihr wirklich machen. Drängelt euch einfach vor. Auch wenn ihr im Prinzip Vorfahrt habt, ist mir egal. Ich bin nie im Bus, ich habe immer Vorfahrt. Das ist Regel 1 Straßenverkehrsordnung. Nee, das war das mit der gegenseitigen Rücksicht und Vorsicht, die durchaus auch sinnvoll ist, aber ich finde, Linienbus hat Vorfahrt, das ist auch eine wichtige Regel. So, guten Morgen, was haltet ihr davon? Die findet die Aussage so grandios und sinnvoll, dass sie gleich mich auf dem gesamten Bereich... Guten Tag. Guten Tag. Seid aber rechtlich spät dran. Dass sie mich gerne auf der gesamten weiteren Fahrt damit mit Glückwünschen überhäufen möchte, glaube ich. Wenn es nicht so ist, habe ich mich getäuscht, aber ich glaube schon, dass da durchaus berechtigt war. Oh, das ist ein Edeka. Ist halt schön, jetzt können wir mal ein bisschen hier machen, mal wieder. Nee, die Richtung. Wie weit ist es denn? Winterhude Markt, dann ist das jetzt hier der Lattenkampfstieg. Wird es auch schon ein bisschen ruhiger hier oben. Es ist ja auch meistens nicht ganz so verkehrt. Ist nicht mehr der ganze Trubel. Nicht immer die ganze Masse an Fahrgästen in der Stadt. Ich bedanke mich mal bei allen Autofahrern, die mir heute, die sich heute mal mein schönes Euro 6 Heck von nah aus angesehen haben. Und es mit ihren, in ihrer wunderschönen Front berührt haben. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich einen ganz gemütlichen Arbeitstag habe. Also eigentlich nicht, also eigentlich müssten wir ja Unfallaufnahme machen, aber... Taha, Aufnahme, wie Omsi. Ja, genau, wie Omsi. Genau so eine Unfallaufnahme. Ja, dein ganzes Let's Play heute ist eine Unfallaufnahme. Ja, das glaube ich auch. Ha, habe ich auch so ungefähr. Ich glaube, das ist doch das... Welche Tür sind das? Die zweite Tür, und das ist. Hast du Kinderwagenwunsch löschen? Ah, Tatsache, zum Setzen und Löschen. Warum nicht? Oh, das hat gerade geleuchtet. Jetzt nicht mehr, ist auch egal. So, aber eigentlich sind ja diese Kinderwagen-Dinger meistens dafür da, dass man sagt, man lässt jetzt die Türfreigabe ein bisschen länger drin. Also man sagt nicht, ja, gut, mach gleich wieder zu die Tür, wenn du kannst, sondern. Warte noch ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen einen Moment länger und dann. Ich sag so, wir dürfen jetzt hier 60 oder 60, 30 oder wir dürfen nur 30 fahren. Aber das ist durchaus in Ordnung. Wir haben ja auch die Zeit und wir haben auch die Unfallmeldung am Start. Boah, also heute ist unfallmeldungstechnisch ist einfach. Also ist auch einfach grandios heute. Da kannst du auch einfach nichts dagegen sagen. Nur das ist. Unvergleichlich und grandios. So, guck's mal, dass du jetzt hier da rumkommst. Dankeschön. Wunderbar. Biegt er ganz gemächlich und langsam in diese Einbahnstraße ab. Wohl in der Hoffnung, dass er keinen Gegenverkehr erwarten wird. Ob er das schafft oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Na, wahrscheinlich nicht mehr. Was haben wir jetzt hier? Jetzt ist der, der Brahmkamp. Okay, da vorne haben wir auch manchmal die Möglichkeit, den einen oder anderen Zug zu sehen. Ich glaube, die U-Bahn oder was da fährt, die Hochbahn. Ach, das Bahn da halt oben, ne? Hallo. Guten Tag. Einmal-Einzelfahrt, Großbereich. Der Großbereich. Dann schauen wir mal schnell. Großbereich sind da 20. 9 Bayern sind wir nicht. 30, 50 und 1. Noch jemand einen Fahrschein? Ne, ich hab noch ein paar da. Mach gleich Feierabend, hab auch noch ein paar. Die müssen jetzt alle raus. Alle Fahrscheine zum halben Preis. Jetzt auch auf Vorrat. Ja, im halben Jahr ist Weihnachten. Jetzt schon an Weihnachten denken. Ich blinke extra links, aber es ist denen auch Wurst. Jetzt schon an Weihnachten denken. So eine schöne reduzierte Fahrkarte, da kannst du nichts sagen. Also das ist... Hast du auch nicht immer. Und ganz besonders immer zu empfehlen, ist die Tageskarte. Also da bist du 75, hast du da Mittag gegessen... jeden Tag wechselndes Tagesgericht, steht jeden Tag was anderes drauf.
Weißt du, auf dem Eisenfahrschein steht immer dasselbe drauf. Weil stimmt ja auch nicht, aber. Weißt du, die Tageskarte, die ist jeden Tag anders. Jeden Tag frisch für dich hergestellt. Handmade for you. Fromser Haltestellendrucker. Guten Morgen, hallo. Piep. So wie Gemörp hier in dem Bus. Aber gut, das wird ja schon so stimmen. Jo, Fahrzeit sagt, ja. Ja, Fahrzeit sagt, Josh, du stehst jetzt noch mit einem Intervall an der Ampel. Josh sagt sich, ja, aber erstmal stelle ich mich so hin, dass mich da keiner mehr irgendwie. Dass da keiner denkt, oh, guck mal, ein Bus. Ach komm, fahren wir trotzdem. Ja, dass das nicht unbedingt so die erste Assoziation ist, die man damit hat. Das muss ja auch nicht sein. Ja, können wir mal das schöne hier, das CO2-Konto dazu. Ich glaube, warum wir heute so viel Kontakt mit dem Heck hatten, ist wegen unserer. Wegen unserem genialen Zettel hinten drauf. Den wollten sie alle lesen. Haben dann gemerkt, dass der texturmäßig eher so mittelmäßig. Da haben wir gedacht, doch, wenn ich näher rangehe, dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Das wird, glaube ich, in jedem Fall die logische Erklärung dazu sein. Wenn es nicht ist, dann tut es mir leid. Dann müsst ihr euch halt in Zukunft selber ein paar Gedanken drüber machen. Aber hiermit liefere ich einen, ja, sagen wir mal, medium glaubwürdigen Interpretationsansatz, den man hier nehmen kann. Natürlich nicht muss, das ist ganz wichtig. Genauso wie man nicht Calgon nehmen muss. Und es gibt auch ganz viele andere Reiniger. Weil das die Calgonstraße ist. Hahaha, was haben wir heute gelacht. Also humortechnisch sind wir heute, also das ist ja auf einem Niveau heute mal wieder. Da kannst du ja nur mit den Schultern zucken, mit dem Kopf schütteln, dein Café Togo im Bus liegen lassen. Ich weiß es doch auch nicht. Guten Tag, Kollege. Das sind alles Sachen, die du machen kannst. Aber nicht machen musst, ne? Das ist wie, ich wäre so gerne Millionär, aber ist halt leider nicht immer so, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Jetzt sind wir gleich schon an der Hindenburgstraße. Falsche Richtung. So, nächster Halt. Hindenburgstraße. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts, meine Damen und Herren. Glaube ich mal gelesen zu haben irgendwo. Lassen wir euch da mal aussteigen und dann ist das gut, ne? Ja, aber immer cool, dass dann mal ganz kurz hier das Ding da reingeht. Achso, da will gar jemand aussteigen. Aber Synchronpiepen. Oh, ich bin so stolz auf mich. Ich sollte öfter Synchronpiepen in Busse machen. Und wem gleich im Moment auf zwei verschiedene Haltewunschtaster drücken, dass er bestimmt doppelt so laut Merp macht. Funktioniert ganz bestimmt auch schon allein von der Schaltungslogik hinten dran. Das ist das eine sehr logische Erklärung. So, sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir U-Bahnhof Alsterdorf. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Also ich zumindest. Also der Kollege, der Bus gleich übernimmt, das ist an seiner Sache, aber von meiner Seite aus sage ich tschüss, bedanke mich fürs Mitfahren. Komm, leider kann ich mal hier hinten stehen. So, Tür schon auf. Türchen nicht auf. Jetzt Türchen auf. So, dann gibt es auch einen Fahrplan. Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, ich für meinen Teil, wann wäre die nächste Fahrt? 3 Minuten. Oh, und ja, sieht auch wieder nach so einer kurzen Pause aus. Oh Mann. Naja, jetzt ist halt, ne? Musst du halt. Musst du gucken, wo du bleibst, ne? Ich sage euch, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Aufnahme geht nicht aus. Muss ich selber ausdrücken. Schade.